Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo.lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns Liga-Präsident Rosé gestellt und ja, wir stehen jetzt vor diesem Raum, wo sein Pokémon hier erschaffen wurde. Und ich habe den Namen, ne Quatsch, da haben wir gegen Rose gekämpft. Hier links, wir müssen den Aufzug nehmen, genau. Boah, wie ist das Viech nochmal? Deiner Geiger, deiner irgendwas. Wie sieht's bei dir aus? Keine Ahnung. Komm, sag mir mal, wie er nochmal heißt. Rose, du stehst doch wahrscheinlich noch hier, oder? Ja. Wie heißt denn das Viech nochmal? Gut, jedenfalls. Dieses Pokémon, das hier die finstere Nacht über Gala gebracht hat. Das ist jetzt hier auf dem Aufzug und wir gehen jetzt da rein und hopp. Hopp. Ich bin bereit. So kenne ich meinen Rivalen. Los, geben wir Deleon retten. Nachher, der kämpft ja gerade gegen das Ding. Und ja, dann gucken wir mal, wie das Ding aussieht. Entschuldigung, wie das Ding aussieht. Und ja, das sieht schon krass aus. Okay. Entschuldigung. Sagt er etwa trotz aller Gefahr kommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hopp, und Danilo, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin ja so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht deiner maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endeinados zu tun, genau. Endeinados, boah, Entschuldigung, ich weiß nicht, was los ist gerade. Aber Glurak und meine andere Pokémon haben Endeinados schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokémon fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Ne. Also aufgepasst. Champ Time. Ein Hyperball wird das, glaube ich. Ne, ein Pokéball. Ja. Tja, da war wohl nichts, ne? Hätte mal einen Superwurf machen müssen, ne? Und jetzt gehen wir in den Kampf in Deinalos. Okay, irgendwie. Aber ja, dann versuchen wir mal Level 60. Wir machen mal Fußtritt. Ich weiß ja nicht, was für ein Typ du bist, aber ja, Drache nehme ich jetzt mal an, ne? Ich habe mein Team noch ein bisschen umgestellt seit dem letzten Mal. Ich merke gerade, das Vieh ist schneller gewesen als Igni. Wir machen noch mal Fußtritt. Ich habe mein Team extra so vorbereitet, damit wir, weiß ich nicht, viel aushalten. Das müssen wir auch, ne? So, erstmal die Initiative gesenkt von dem Teil. So, ich habe Little Mary drin, ne? Und zwar wegen Donnerwelle. Ah, natürlich, ey. Das ist jetzt gerade ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ja, super, er ruiniert jetzt irgendwie meine ganze Strategie gerade. Hey, gibt's jetzt nicht. So, bei Kasam, du kannst auch Donnerwelle und du ist so ein Typ Fee, also Drachenpuls geht jetzt nicht mehr. Voll die Techno-Mucke hier gerade im Hintergrund. Deiner Max Kanone, was? Ja, ich nehme mal ein paar Drachen, ne? Nee. So, ja, ich nehme mal an, das wird das Ding nicht töten, ne? Müsste Unlicht und Drache sein, ne? Um viermal effektiv zu werden. Also jetzt kommen, versuchen wir mal Diebeskuss. Ist neutral. Glaubst du Feuer? Drache Feuer oder irgendwie so was? Könnte vielleicht sein.
Aber gut, dann kann ich wenigstens da angreifen, ohne kaputt zu machen. Du hast Flammenwurf, du hast Giftstreich. Oh nee. Okay. Ah, Flammenwurf, da ist Flora, kann ich auch nicht reinpacken. Raptor. Okay, irgendwas stimmt mit meinem Controller gerade nicht. Schlangenblick hatte ich auch noch, ey. Ich habe nicht so viele Beleber, merke ich gerade. Also oh mein Gott, die Paralyse einfach nichts bringt, ne? Okay, ich muss Bälle werfen, habe ich so Gefühl. Ich kann keinen Ball werfen, müsste ich erledigen. Sagt das doch, ey, boah. Steinagel, glaube ich. Wenn du Feuer bist, bist nicht Feuer. Und bist zurückgeschreckt. Ah, super. Der ist nicht sehr effektiv, aber ja gut. Boah. Wir können so viele Sachen auf einmal schief laufen, ne? Die ab. Gut. Blackwing, komm. Mach den kaputt. Frage. Sturzflug. Ja. Das ist ein mächtiger Angriff. Geh kaputt dadurch. Boah. Nein. Bitte nicht Flammenwurf, danke. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht mit Sturzflug. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Es war okay, mussten wir nicht fangen. Wieder jetzt größer, jetzt größer, ne? Oh Gott. Das ist schön long. Er hat schon irgendwie so Final Boss irgendwie Atmosphäre angenommen. Oh, da ist ein Dingens, ein wie nennt man das? Wow, was für ein Koloss, das schaffe ich allein nicht, Daneo. Kämpfen wir gemeinsam. Das ist wie in der Naturzone hier. Wie nennt man das nochmal? Ist schon. Dynamax. Auch muss ich den so fangen dann? Oh, nee. So, ich mache mal Sprungfeder. Was? Was zum? Ich kann keine Attacke einsetzen. Warum nicht? Stimmt ja, wir haben noch im Sturmwald ein Schwert und ein Schild gefunden. Ich kann aber keine Items einsetzen, also ich einfach mal weiter mit angreifen. Daneo, nimm das Schwert. Ist zwar alt und rostig, aber dafür für irgendwas muss es ja gut sein. Alles klar.
Das sind die Pokémon auf dem Cover. Was passiert jetzt? Okay. Mein Schwert. Wer macht das Schwert und des Schildes? Oh, wat? Also ich dachte, er wäre auf uns gegangen jetzt. Musik schon. Na, ja, was? Kühne Schwert von Sakian wirkt. Wacker Schild von Sema Santa wirkt. Center. Okay. Oh, die sind jetzt auf unserer Seite. Cool. Ich verziehe mich erstmal aus diesem Kampf so ganz nebenbei. Ja, die tun uns ja voll buffen und so. Da fliege ich schneller als ich. Nee. Also so auf Dings gegangen, ne? Ich glaube, wir sind dadurch paralysiert, aber Paralyse bringt eigentlich gar nicht so, jetzt wo ich darüber nachdenke, diesen Tiger kämpfen. Dank Sakian und Samizanda können wir wieder Attacken einsetzen. Jetzt ist richtig los. Gigantenhieb. Boah. Gigaschlitzer. Gigantenstoß. Awesome. Und Döner Brand. Gott. Bin schon unten. Ja, ich glaube, du hast dein Dings hier selber kaputt, wenn das weitergeht. Okay, die Sonne scheint, also Feuerball. Sieht aus wie Gigaschlitzer aus Dragon Quest. Ja, schon irgendwie epic, Herat. Bei Legendären machen hier die meiste Arbeit, war ja irgendwie klar. Sind halt Legendäre, ne? Der erste, der drauf geht, ist natürlich ein Starter raus oder irgendwie so was. Dann schießt man Feuerball ab, bringt natürlich nichts. Der Lachs, ja, schon besser. Ach, schön, schöne Kamerafahrt gerade. Die beiden legendären Giganten. Ich will mich irgendwie gar nicht an den Kampf hier beteiligen, habe ich auch gefühlt. Die sind auch alle voll schneller. Ja, ist ja der Sinn der Sache, ne? Die hat hier machen. Und die könnten wir ja überhaupt nicht kämpfen. Mit Staatsveränderungen und so.
Giftschwall. Auf der Achse. Komm schon. Eine Runde, dann müssen weg. Vielleicht schafft der Hopp mit Pferdestärke. Nein. Ich würde sagen, oh, der hat der Zwinger, ne? Jetzt setzt du Jaul ein, ehrlich? Das Ding ist noch ein Schlag entfernt. Ach, der hat, ach, die haben wahrscheinlich gar keine mehr übrig wegen der Zwinger, ne? Macht Sinn. Knirscher. Jawohl. Ja, ich krieg den letzten Schlag, glaube ich. So, wenn jetzt irgendwie überlebt. Der hat einer Wand auf jeden Fall. Da, oh, eine ist gefallen. Das ist deiner Hop. Jetzt komme ich oben. Letzter Schlag. Jetzt an ihre schnappt ihr in deiner los. Ich kann auch nicht mal nicht fangen. Okay, Pokéball. Mach dich groß. Und gib mir dieses Pokémon. Doch. Okay, wollte schon sagen. Oh. Der bleibt auch drin, ne? Hintergrund ist noch was runtergefallen, ne? Wir hauen wieder ab. Okay. So, wer das Ding jetzt mehr oder? Ich weiß es nicht. Drei Tage später. Oh. Okay. Wie bitte, Rosie hat sich tatsächlich gestellt. Sachen gibt's, das hätte ich nicht erwartet. Ich schon. Was bleibt ihm auch anders übrig? Das ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. Er war schließlich der, der dann aus entweckt hat. Hm. Puh, ich habe geschlafen wie ein Kleinstein. Seit diesem Tag gehen alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass es allen, dass alles gut ausgegangen ist. Ohne Hilfe von Samet Santa und Sakyan hätten wir in Deinalos nie besiegen können. Nur Deleon scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Von was? Vom Bälle werfen? Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Der Kampf findet natürlich im Scorestadion statt, wo auch sonst. Auf geht's. Okay. Und das Ding ist jetzt irgendwie nicht. Ja, ich habe da sogar. Die beiden Legendären sind auch ja. Giftdrache. Neben der Kern seinen Brustkorb die Energie absorbiert, die aus Boden der Galarregion stimmt, wird es aktiv. Habe ich halt unbekannt. Fee-Stahl, Kampfstahl. Fee wäre jetzt nicht der Typ gewesen, den ich jetzt eingeschätzt hatte bei dem Ding, aber okay. So, das Wesen ist natürlich wieder das Wichtigste, ne? Spezialangriff hoch und Spezialverteidigung runter. Hm. Ich hoffe, man kann wieder so, in welchem Spiel war das? So Ability-Dinger hier, so Kapseln kaufen irgendwie. Mit
so Kampfpunkte oder irgendwie sowas, damit man irgendwie die Wesen ändern kann. Und das hätte ich doch gerne, ne? Weil das Wesen ist ein bisschen kacke, dann wäre vielleicht wahrscheinlich hier mäßig am besten gewesen, nehme ich an, ne? Aber egal, gut. Muss ich halt so akzeptieren. Na ja, gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz zum Score-Stadion. Wir werden ja wohl jetzt wahrscheinlich nicht in den Kampf reingezogen werden oder so. Was steht da? Da ist Challenger Daniro. Endlich ist es Zeit für das Finale. Boah. Manchmal auf zum Stadion. Im nächsten Part würde ich sagen, kommt dann endlich der Kampf, auf dem wir schon vom Anfang an hier gegengefiebert haben, ne? Mal schauen, wer weiß. Ja, passiert noch irgendwas hier? Das ist Daniro. Die Entscheidung rückt näher. Ich bin so aufgeregt. War ich beide an, lasst euch nicht unterkriegen. Das mich anfeuern. Stark und irgendwie Sieg war der allerbeste Daniro. Ich ein Autogramm, ja, aber natürlich. Oder auch nicht. Okay, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich den letzten Kampf hier abschließen gegen Deleon. Und ja, wenn ich mir die anderen Kämpfe vorher angeschaut habe, dann ja, wird der Kampf vielleicht nicht so einfach, nehme ich jetzt mal an, ne? Also ja, gut, dann würde ich aber sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr haltet, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. So, da der Kampf gegen Andernalos ja jetzt nicht so lange gedauert hat und ich nur so 10 Minuten eigentlich übrig habe, habe ich mir gedacht, ich tue jetzt noch ein paar Pokémon entwickeln in diesen paar Minuten. Und zwar, wir haben hier 3 Pokémon, die ich neu entwickeln kann, weil mich stört ein bisschen, ich habe jetzt 326 Pokémon, ne? Und warte, hier alles noch gefunden habe. Ich will schon eine schöne Zahl haben, ne? Also ja, deswegen tun wir mal auf 330 hochrunden. Das sollten wir eigentlich schaffen. So, dir muss ich jetzt einen Stein geben, damit du dich in eins meiner Lieblings-Pokémon entwickelst. Na komm, wo bist du? Da, Funkelstein. Haben wir so ein Mini-Fangpart noch, mehr oder weniger. Aber egal, passt ja noch so der Zeit her, würde ich sagen. Wir haben einen Frostige. Schön. Es ist ein Gram einer Frau entstanden, die auf den schneebedeckten Bergen umgekommen ist. Am liebsten ist es gefrorene See. Ja, und ja, diese Backstory kannte ich, diese creepy Backstory. Okay. So, dann nehmen wir hier Molunk. Und zum Glück habe ich ja viele so Erfahrungsdinger. Ich habe diese Dynamax-Kämpfe ja hin und wieder mal gemacht in der Naturzone. Und ja, da kriegst du halt eine Menge von diesen Dingern. Sind gar nicht so schwer eigentlich. Also mit meinem Jäger an erster Stelle war das relativ einfach sogar. Aber ja, kriegst eine Menge Klamotten davon, so Erfahrungsbonbons und so. Mir angewöhnt, einige von denen zu benutzen, immer um Pokémon hoch zu leveln. Amphira, ja, beschleunigt die Sache halt ein bisschen. Es existieren nur weibliche Exemplare, sie stoßen Pheromongas aus, mit denen sie männliche Mullung hörig machen. Ja, Feuerpeitsche, Feuerpeitsche, aber in Elder Scrolls, weiter und steckt sie dabei. Das ist ganz schön stark. Danke. Gut. Und jetzt haben wir das ist nicht aktualisiert. Ja, mit 328. Ich würde sagen, wir geben jetzt noch Togepi bisschen Erfahrungspunkte, noch mehr. Noch mehr. Und wo muss sich eigentlich auch entwickeln? Gut.
Nanut entwickelt sich. Was geschah? Zu Togetic. Schön, aber wir sind noch nicht fertig. Man sagt, es zeige sich nur gutherzigen und einfühlsamen Menschen und beschildert sie dann mit Freude. Ha, habt ihr gehört? Ich bin gutherzig. So, dann gehen wir als nächstes Leuchtstein, ne? Entwickeln das Ding noch mal. Es zeigt sich nie an Orten, wo Streit und Zwietracht herrscht. In letzter Zeit wird es kaum noch gesehen. Ah, soll uns dann irgendeine Nachricht hier vermitteln oder was? Was soll uns Pokémon damit sagen? So, jetzt haben wir 330 Pokémon. Das sieht doch schon viel besser aus, ne? Weiß nicht, ob man irgendwie eine Ruhmeshalle und so dann angezeigt wird, für Spielzeit man hat, für Pokémon man zu dem Zeitpunkt hat oder so. Ja, also wenn, dann soll das schon schön aussehen. So, gut. Außerdem hatten wir jetzt Zeit. Also, ja, würde ich sagen, das war es dann erneut mit diesem Part. Und ich sage, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo man dann endlich gegen Deleon hoffentlich kämpfen. Also, hoffentlich. Ich hoffe es. Ich hoffe nicht, da kommen jetzt noch mal 2, 3 Leute oder so dazwischen. So, jedenfalls, Dankeschön fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like, ein Abo, Kommentar. Schon wieder. Tschüss.